Hansaring 44. Genau hier hinter mir finden die Bauarbeiten der Stadtwerke Münster statt. Diese Straße wird bald für den Zeitraum der Bauarbeiten vor einer Fernwärmeleitung gesperrt. Damit der Verkehr weiterlaufen kann, wird eine Umleitung benötigt. Dieser Bereich ist davor vorgesehen. Es gibt lediglich ein Problem: die Bäume. Hintergrund des Konflikts zwischen den Anwohnern des Hansarings und den Stadtwerken ist eine von den Stadtwerken Münster seit längerem angedachte Installation einer Fernwärmeleitung. Infolgedessen soll der Hansaring gesperrt werden. Die Fahrbahn wird aufgerissen und der Verkehr würde für den Zeitraum der Bauarbeiten blockiert werden. Um ein Verkehrschaos zu verhindern, wollten die Stadtwerke den Bereich der Bushaltestelle zwecks einer Umleitung zu einem befahrbaren Stück Straße umwandeln. Die beiden Platanen behindern dieses Vorhaben jedoch massiv, weshalb eine Fällung aus Sicht der Stadtwerke unumgänglich ist. Eine Blockade durch eine selbstorganisierte Bürgerinitiative verhindert dieses Vorhaben jedoch seit bereits 2 Wochen. Ja, also am Anfang war es so, da wir nicht genau wussten, die Fällung, der Auftrag besteht, der besteht ja auch immer noch fort. Und wir haben dann am Anfang Nachtwachen eingerichtet. Das heißt, wir haben wirklich eine 24-Stunden-Betreuung unserer Bäume organisiert. Das heißt, wir haben hier morgens vor der Arbeit gestanden. Wir haben hier ab 7 Uhr, dann wurde es hell. Ne? Wir haben dann irgendwann rausgekriegt, dass wir vermutet haben, dass sie nur bei Tageslicht fällen. Aber sicher waren wir uns nicht. Dann haben wir hier morgens ab 7 Uhr gestanden. Dann haben wir uns abgewechselt. Ich bin zum Beispiel zur Arbeit gefahren, dann sind da stattdessen andere gekommen. Wir haben immer geguckt, dass immer einer vor Ort ist. Und die ersten Nächte waren hier auch welche, hatten wir da vorne eine Bank. Und dann haben wir hier in der Kälte nachts ausgeharrt. Das ist schon, das ist immens angewachsen. Wir haben es jetzt in der Versammlung und auch heute im Kaffeekreis kriegen wir es immer mehr mit. Es wird hier an uns vorbei regiert. Es wurde gerade am Bahnhof ja komplett kahlgeschlagen betrieben. Die weiteren Bodenversiegelungen im Viertel sind nicht absehbar. Wir machen das auch ein wenig zu einem Symbol, um den weiteren Rodungen unseres Lebenswertes und unserer Bäume Einhalt zu gebieten. Bisher hat dieses bürgerliche Engagement gut funktioniert. Die Bäume stehen noch. Eine feste Absage der Rodungsarbeiten seitens der Stadtwerke oder der Stadt Münster hat es bisher aber nicht gegeben. Jedoch hatten die engagierten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihr Anliegen und ihre alternativen Lösungen den Stadtwerken vorzubringen. Wir sind in direkter Auseinandersetzung, das war am Anfang natürlich etwas schwieriger. Wir konnten über den öffentlichen Druck auch eine öffentliche Sitzung jetzt noch einmal mit den Stadtwerken Mitte der letzten Woche abhalten. Im Rahmen dessen ist klar geworden, dass diese Alternativlosigkeit doch nochmal durchdacht werden muss. Und innerhalb weniger Minuten konnten mehrere Alternativvorschläge aus der Bürgerschaft präsentiert werden, die jetzt von den Stadtwerken zunächst geprüft werden. Wenn diese geprüft werden, wird auf uns zurückgekommen, hoffen wir soweit, um dann womöglich ein positives Urteil entgegenzunehmen. Wird das nicht so sein, werden wir weiterhin hier stehen und unsere Bäume und unsere Lebensqualität in unserem Quartier beschützen. Die Demonstrantinnen und Demonstranten betonen jedoch, dass sie nicht gegen das gesamte Projekt der Fernwärmeleitung sind. Sie wollen nicht akzeptieren, dass für eine lediglich temporär begrenzte Ausweichlösung 2 gesunde und hochgewachsene Bäume in voller Blüte gefällt werden sollen. Dieses Veto ist längst nicht mehr nur ein Kampf um das Leben von Bäumen. Es ist vor allem ein Symbol. Ein Symbol, dass die Menschen Münsters ihr Recht auf Mitbestimmung öffentlicher Entscheidungen nicht nur fordern, sondern dieses auch öffentlich und laut vertreten. Da denke ich mal, als Bürger sollte man langsam einschreiten und sagen, hallo, wir leben hier auch, wir möchten ganz gerne an der Entwicklung mit dran teilnehmen. Nehmt uns jetzt nicht die Bäume noch mit weg und alles, wir möchten gerne mitsprechen. Wir wollen alles tun, was nötig ist, um diese beiden Bäume zu retten. Ja, und die sind nur Symbol. Manche sagen irgendwie so, es sind 2 Bäume, das Leben für uns alle geht weiter, wenn diese Bäume hier nicht mehr stehen. Das ist richtig, natürlich. Aber es ist ein Symbol, einfach fürs Viertel, für das Edeka Center, für die anderen Bäume, die da vorne noch stehen. Und wenn wir das zulassen, dann wird mit Sicherheit, dass wir es weitergehen. Und deswegen tun wir alles, was nötig ist. Es geht halt um die Veränderung in Münster und speziell im Hansaviertel. Es passiert halt viel und als Bürger hat man nicht so den Eindruck, dass man da wirklich eine Entscheidungsgewalt hat. Die Stadtwerke sind ja eigentlich
für ein schönes Miteinander mit der Stadt. Das sollte ja das Ziel der Stadt sein. Und wir haben das Gefühl, wenn wir das jetzt schaffen und uns dafür stark machen, dass das auch in spätere Entscheidungen, die in der Stadt getroffen werden, Einhalt hält. Sodass halt die Stadt die Bürger wieder stärker mit einbezieht, um so einfach ein schöneres Miteinander kreieren zu können und ein Münster, was halt für uns noch lebenswert bleibt, erhalten zu können. Zunächst stehen die Bäume noch. Und laut der Aussage der Stadtwerke soll dies auch so bleiben. Zunächst, denn eine Garantie für die Zukunft hat bisher niemand bekommen.